Mola Adebisi, TV-Ambassador als schwarzer Bruder. Das hat mich sehr gefreut. Herzlich willkommen. Ich bin froh, dass du da bist, Bro. Dankeschön. Wie geht's dir? Ey, mir geht's echt gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, in letzter Zeit ein bisschen mehr los auf meinem Instagram so. Ja, gut, Humor hat das. Und dann habe ich irgendwann gesagt, guck mal, ich antworte normalerweise sowas nicht. Und irgendein Mädchen, die tut mir auch leid, habe ich einfach drauf geantwortet. Habe ich einfach gepostet. Hört mal zu, ich bin nicht der Anwalt von Oliver Pocher. Ja? Hm. Und ich bin schwarz und ich bin stolz schwarz. Also mein Name ist Ademola Oluwatosin Adebisi. Ja? Das heißt, in die Krone hineingeboren. Und der Reichtum der Krone vermehrt sich. Ich bin doch nicht so doof und bin mit jemand befreundet, der ein Rassist ist. Hm. Ja, Mulla, ich glaube nicht, dass er so viel mit Doofheit zu tun hat oder so. Ich weiß, also da, es gibt etwas, das nennt sich Gewohnheitseffekt. Und da selbst ich, also jeder eigentlich kennt das, jeder Immigrant, jeder von uns kennt das aus der Jugend. Man gewöhnt sich dran. Irgendwann hinterfragst du, warum der Lehrer das immer so sagt. Aber am Anfang nicht. Du gewöhnst dich dran. Ja, also wenn mal bei uns in der Schule, und ich muss sagen, ich habe sehr wenig in der Schulzeit, also es war auch da, aber sehr viel weniger zum Beispiel als andere rassistische Lehrer gehabt, muss ich sagen, Gott sei Dank. Aber aus heutiger Sicht, was die alles für Jokes früher gemacht haben, das ist ja das, wow, Alter. Für heute würden die alle ihren Job verlieren deswegen, Gott sei Dank. Aber egal. Mola ist auf jeden Fall ein guter Freund, das muss man sagen. Man muss sagen, Mola ist ein Typ, der wäre auf jeden Fall bei Sinan geblieben, egal was. kleine Anekdote, Joke an Seite. Punkt. Das muss man erst mal schon mal grundsätzlich ist, so glauben. War nur ein Spaß, Alter. Bitte macht jetzt kein Fass auf, ja. Ich habe dem Olli aber auch gesagt und ich habe mit Amira gesprochen. Und Amira und ich sind da der gleichen Meinung. Olli, das Problem ist, wir kennen dich. Wir wissen viele Sachen über dich, aber die Leute dort draußen kennen dich nicht. Manche Sachen kommen halt dann falsch rüber. Hm. Nee, nicht, die sind gar nicht richtig. Es gibt Videos vom Olli, die sind 10, 15 Jahre alt, die kannst du dir nicht angucken. Die sind furchtbar. Es gibt Videos, die sind eine Woche alt. Guck mal, aber das ist der Olli, ist wirklich ein Deutscher. Das war seine erste Ohrfeige in seinem ganzen Leben. Der hat noch nie eine gekriegt, noch nie. Ja, ich habe von Mama. Das war krass. Ah, ey, das war krass. Das war krass. Ich würde sagen, das hätte ich nie gesagt. Ich schwör's dir. Er ist halt ein Deutscher. Ja, seine erste Ohrfeige. Ja, nee, mit anderen Worten, er hat ja nicht Unrecht. Mit anderen Worten, als Immigrant hast du schon Powerfeigen in deinem Leben bekommen, leider. Aber ja, er hätte lieber sagen sollen, er ist behütet aufgewachsen. Das ist sein, der war schon mit 19 bei Viva, Alter. Seitdem ist er Fame. So. Gekriegt mit alle Mama, Tante, Cousine manchmal, mit Fuß, mit Stock, so hinterhergeschmissen, ja. Mit Pantoffel. Ja, ich kenne das. Ja. Für mich wäre so gewesen, ja. Aber für ihn war das wirklich, es war ein Schock, es war ein riesengroßer Schock. Und es war ja auch, es war auf jeden Fall, war es schock überraschend, ne? Weil er wusste gar nicht, woher es kommt. Ne? Das war für ihn ein sehr, sehr schlimmer Moment. Und es war für seine Frau ein sehr, sehr schlimmer Moment. Und die ist sehr, sehr traurig, hat sehr viel Angst und hat mich dann auch, wir haben auch sehr lange gesprochen. Und diese Ohrfeige, in meinem, du bist ja ähnlich wie wir beide, ne? In Deutschland aufgewachsen, in uns stecken verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen. Natürlich, man sieht das immer mit unterschiedlichen Augen. Guck mal, in Nigeria kriegst du, in der Schule kriegst du Prügel. Ja, es ist was anderes. Ne? Aber in Deutschland, weißt du, die Kinder kriegen keine Ohrfeige. Das ist einfach so. Ja, das stimmt total. Ich bin ja bis zur, glaube ich, Mitte zweite Klasse in der Schule im Iran gewesen. Und da hat der Lehrer mit dem Stock immer auf die Hände geschlagen bei den Kindern, wenn die was falsch gesagt haben oder nicht aufgepasst haben oder so. Und Dicker, ich war 5 Jahre alt oder so, ne? Oder max 6, ich erinnere mich nicht mehr so genau, aber ja, das war aber an der Tagesordnung. Schläge gehörten zu oder gehören in vielen Kulturen zur Erziehung dazu. Ich glaube, das will er sagen, dass es halt dann eine Ohrfeige völlig normal ist in einigen Kulturen und Kreisen. Das muss man schon sagen. So zur Erziehung. Das war in Deutschland in den 70ern.
vielleicht auch noch so, das hat sich dann geändert. Dass man, man muss sagen, in der Pädagogik, Alter, ist die Wissenschaft, die sich auch echt wöchentlich gefühlt ändert. Früher hat man gesagt, ein Klaps so ist gut, ein Klaps auch auf den Po und so, das ist dann okay noch und so. Und dann irgendwann hat man gesagt, nee, schlagen geht gar nicht und so. Na, es gibt ja verschiedene Ströme, aber ja. Das heißt, Philipp, nein. Nein, Philipp, so, das ist, wie die Deutschen halt ihre Kinder erziehen. Ich? Ja. Aber? Aber ich glaube tatsächlich, ne, dass das ältere deutsche Volk, und ich rede jetzt nicht von... Richtig. Ich rede jetzt nicht von diesen, von denen rede ich gar nicht. Ja. Ne? Ich rede nur von den älteren Deutschen. Hm. Also ich weiß... Die Deutschen sind ein stabiles Volk, Bruder. Die sind ein striktes Volk. Adrett, Bruder. Die sind so, bumm, doff, Ding. Nehmen wir hier das... Ja, ist auch so ein Vorurteilsglaber. Das stimmt nicht. Das ist Quatsch. Aber nochmal ganz kurz zu einige Leute schreiben, in der Jugend wurden die auch geschlagen und so, war eher normal. Ja, dann bist du auf jeden Fall ein bisschen älter. Wahrscheinlich so in um die 30 musst du dann sein. Schätze mal, wie gesagt, das hat sich geändert. Heutzutage ist das doch so, wenn der Lehrer in der Schule ein Kind anschreit, dann... wird er zur Rechenschaft gezogen. Was ich übrigens gut finde. Ne? Also ich finde das nicht so wild. Also andersrum. Ich finde das wild, wenn die Lehrer in der Schule die Kinder schlagen. Das ist, Dicker, wo ich herkomme, ist das normal. Deswegen, ich verstehe den Punkt von Mola. Das ist aber jetzt ein komplett anderer Punkt. Irgendwie jetzt mit dem Pochern-Ding nicht so viel zu tun, aber gut. Beispiel mit Martin zum Beispiel. Martin andere ist Generation. Urdeutsch. Ja. Boah, er ist strikt in seinen Falten. Ja. Er ist strikt, anständig. Ich rede von diesen Bionademüttern. Sagen wir mal so, diese Bionademütter, diese Veganerinnen und so. Das aber kann, glaube ich, nicht zurückzuführen, ohne dich jetzt zu... also, das ist nur mein Denken, ne? Ich glaube, das ist aber nicht zurückzuführen auf die Nationalität. Das ist, glaube ich, zurückzuführen auf the way of life einfach. Ja, hast du recht. Hast du 100%ig recht. Ich glaube so. Für mich ist einfach wichtig in dieser Situation, weil viele Blacks sich auch angegriffen fühlen und mich fragen und sagen, ey Mola, wie kannst du nur? Hm. Ich möchte zu einer Sache Stellung nehmen. Grundsätzlich erstmal, Olli ist Olli, das ist mein Freund seit 25 Jahren. Hm. Das müsst ihr mal verstehen. Wir haben uns 98 kennengelernt, da war ich der Superstar und der war nichts, niemand. Hm. Der war einfach ein Typ, den ich kennengelernt habe, ein DJ damals, der total nett war. Und dann hat ein Casting gehabt, da hat er eine Chance gehabt bei Hans Meiser. Ich habe gesagt, das hast du super gemacht. Ich habe den on the spot gemacht und der hat seine Karriere gemacht. Und wir sind immer befreundet gewesen die ganze Zeit über. Ja, du bist für seine Karriere verantwortlich. Ja, theoretisch gesehen schon. Theoretisch, okay. Theoretisch gesehen schon. Habe ich die Entscheidung getroffen, weil die wollten den nicht nehmen. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich sogar. Ich glaube, ich habe die Sendung sogar gesehen. Hans Meiser. Haben die Nachwuchs gesucht, da war er. Und ich glaube Milka. Milka hieß die, glaube ich. Oder Mika oder Milka. Biebermod Milka, genau, die Dame war damals auch in der Jury. Genau, Milka. Und sie meinte damals noch, dass sie den Oliver Pocher überhaupt nicht leiden konnte. Und ich glaube, die haben die runtergevotet, abweggevotet und dann, was ich jetzt nicht wusste, da sagt er jetzt zum ersten Mal, er sich für ihn entschieden hat irgendwie, sowas. Die wollten jemand anders haben und ich habe gesagt, guck mal, wenn ihr den nehmt, gehe ich jetzt hier in der Live-Sendung, weil der Typ war jetzt tatsächlich der Beste. Und wenn ich in der Jury bin, dann muss der Beste gewinnen, nicht der jetzt am süßesten aussieht. Mhm. Und dann haben die beiden gewonnen. Überleg mal, der Pocher war in etwas der Beste. Oh mein Gott. Was soll da der Beste? Oh ja, ja, Team. Olli und der Typ. Und er hat sich dann in der Moderation in der Woche bei Viva, hatte so eine Probewoche, hat sich dann durchgesetzt. Weil er besser moderiert hat. Der war Tatsache, der war ja wirklich bei Viva auch, ne? Der war lange bei Viva. Ja, klar, der war erst bei Viva. Wir haben da zusammen gearbeitet. Der ist ein sehr guter Moderator. Der hat mit Schmidt gearbeitet. Ja, der hat unter Harald Schmidt gelernt. Harald Schmidt ist schon, das ist Legende. So, er hatte seine eigene Late-Night-Show gehabt. Ne? Moderativ ist der schon klasse. Der macht diese... Das stimmt aber einfach nicht. Mulla, das ist einfach sehr positiv ausgedrückt, mein Freund. Der hat bei Schmidt nicht gelernt, der hat bei Schmidt die Schläge seines Lebens gekriegt. Bei Schmidt hat man gesehen, wie scheiße der ist. Was für ein Penner der eigentlich ist. Und dann hat er seine eigene Show bekommen und dann hat er das so scheiße gemacht, dass sie abgesetzt wurde. Das ist eigentlich die Wahrheit. Gelernt hat er ja leider da nichts. Gelernt hat er von Jauch oder er hat viel abgeguckt bei Raab. Ich glaube, hat nicht Raab seine...
Hit Jeans, then Blue Jeans, Hippies, Blue Jeans. Und dann hat er so eine Art Wischversion von TV Total gemacht. Wie hieß die Sendung nochmal, die er gemacht hat? Instagram-Scheiße seit anderthalb Jahren. Vor zwei Jahren hatte der ich glaube, 117.000 Follower. Jetzt hat er 1,8 Millionen. Aufgrund dieser Geschichte, wo er die Influencer auseinandergenommen hat, fand ich lustig. Bratpfannen, komische, alles super. Aber ich habe ihm auch eben gesagt, Olli, es gibt einfach Bereiche, wo du keine Jokes machen darfst. Du bist sehr intelligent. Ich verstehe jeden deiner Jokes. Okay, Leute, eigentlich können wir jetzt zumachen. Das ist halt wirklich ein guter Freund. Er kriegt den besten Freund Award von mir. Wirklich. Du bist sehr intelligent. Ach, Molla, Alter. Bruder, Alter. Ich wäre gern mit dir befreundet, weil du gehst ja echt mit einem durch dick und dünn. Der Mola ist ein geiler Typ. Der wird sogar einer Frau erzählen, der Ruth ist Präsident von einem Land, damit ich ein Date kriege bei ihr. Ja, aber der ist halt wirklich, also wirklich nicht intelligent. Und auch, meint er jetzt, also der ist auch nicht privat intelligent. Das, Bruder, hör auf. Hör auf, Alter. Wir können ja weiterschauen, aber ich meine, das ist doch fake, Alter. Hier, okay, gehen wir auf diesen, wir müssen auf die einzelnen Dinge eingehen. Diese Fragerunde, wir müssen uns vorstellen, bei uns in der Industrie jetzt gerade, Filmindustrie, ist es halt so, dass Netflix, du weißt es, es muss über ein Schwarzer drin sein. Kriegsfilm muss ein Schwarzer drin sein. Muss. Ariel muss jetzt schwarz sein, weil Disney hat richtig Druck. Ariel ist jetzt schwarz, bei Aschenputtel ist die Fee schwarz und schwul. Ja, alle Superhelden, wenn jetzt alle Catwoman ist jetzt auch lesbisch. Habe ich gesehen, ja. Ja. Hast dich auch alles ein bisschen strange und mit Druck und irgendwie nicht native, aber okay. Das ist ein anderes Thema jetzt. Ist jetzt alles so. Und jetzt war er bei dem neuen James Bond. Der neue James Bond ist schwarz und lesbisch. Ja, und er hat ihn jetzt allererstes gesehen. Moment, also der neue James Bond. Also erstmal ist das ja dann wahrscheinlich stimmt. Ich wollte das nicht triggern, Leute, wie sagt man, spoilern, aber wenn ihr den letzten Bond gesehen habt, den aktuellen im Kino, den letzten, da wird die schon, dann ist ein James Bond drin. Sie ist lesbisch, sie ist schwarz, sie ist auch cool und so, aber das ist halt... Macht eine neue Sendung mit ihr, macht auch eine Detektivsendung mit ihr, mach was immer. Aber das ist kein 007 mehr, aber okay. 007, theoretisch gesehen. James Bond ist der Name und der ist ja der Agent 007. Die neue 007 ist schwarz und lesbisch. Und daraufhin hat er einen Joke gemacht, der nicht lustig ist, Mann, wirklich nicht. Hat er gesagt, ja, hat er dann, darauf aufbauend hat er gesagt, ja, neue James Bond ist dann halt ein Transgender-Muslime. Das war dort der, es tut mir schrecklich leid, dass ich das jetzt ausgesprochen habe. Ja, du zitierst ja nur. Ich zitiere es wirklich nur. Und er hat da keine, ich kann das auch nicht in Schutz nehmen. Ich sag, Olli, das war Schrott. Da ist die Sensibilität von ihm nicht da. Sage ich ganz offen und ehrlich, kann ich nicht in Schutz nehmen für. Ist er ein Rassist? Nein. Hat er was gegen Muslime? Auch nein. Macht er mal dumme Witze? Ja. Das ist übrigens, das muss ich sagen, das ist ja auch, was ich sage. Ist er ein Rassist? Glaube ich nicht, hoffe ich auch nicht. Macht er aber rassistische Jokes? Ja. Das ist das. Wobei, das Transgender-Joke habe ich gar nicht gesehen. Aber er macht Witze über alle, über Juden, über Zeugen Jehova. Das heißt, er sagt einfach, Comedy ist Comedy und man kann über alles und über jeden lachen. Wenn ich jemand ausgrenze, das wäre wahrer Rassismus. So sieht er das. Ja, dazu habe ich eine Sache zu sagen. Bitte. Und zwar, guck mal, dieses Gedankengut, was ich jetzt von dir höre, was er hat, kommt mir bekannt vor. Und zwar, jeder hat das Recht auf Diskriminierung, ne? Ja. Das ist ein bekannter Spruch von Serdar Somuncu. Okay? Die beiden sind auch Best Friends. Ja, das habe ich mir gedacht. Die arbeiten noch zusammen. Oh mein Gott. Wer von euch hätte gedacht, dass Serdar Somuncu und Oliver Pocher Best Friends sind und die arbeiten auch zusammen? Das kann nur auf Nasenlevel sein. Ich kann also niemals sind die Best Friends. Also, Bruder, da habe ich mich entweder in Olli komplett getäuscht oder in Serdar komplett getäuscht. Einer davon muss uns ja komplett täuschen.
Kann doch nicht wahr sein. Und wie, ich kenne jetzt Olli nicht seit gestern, dass ich jetzt denke, ah ja, aber in Wirklichkeit ist er voll der intelligente Schachspieler. Oder der spielt normalerweise der Dingens, der ist ein Fecht, der fechtet so in seinem Hobby. Nein, wir kennen ihn alle 10, 15 Jahre, vielleicht einige kennen ihn auch 20 Jahre. Wir wissen alle, wie er drauf ist. Das habe ich mir gedacht. Und das Ding ist, guck mal, es ist immer noch, auch wenn es, ne, ich fange anders an. Es ist immer noch was anderes, wenn Serdar Somuncu einen Witz über Türken macht, ja, anstatt wenn es Oliver Pocher macht. Genau. Ja, klar. Okay? Es ist leider so. Es ist ja so. Genauso wie ich das N-Wort nicht droppen werde, aber Manuel es kann. Das ist ja einfach so. Genauso kann Serdar einen Türken kritisieren, hardcore, oder nicht kritisieren, so einen harten Witz machen, dann ist es was anderes einfach, als wenn das der Olli Pocher macht. Es ist auch was anderes, als wenn wir beide jetzt Witze über Schwarze machen, als wenn es jemand anders macht. Genau. Okay? So, es ist beides dumm. Mhm. Ne? Ist beides dumm. Ich würde es nicht machen. Also ich mache keine Witze über Schwarze. Ich mache aber auch keine Witze über Weiße. Ja. Okay? Ich mache keine Witze über gar niemanden. Wenn, dann mache ich das personenbezogen. So. Ich möchte nichts vornehmen, was das Ergebnis des ganzen Gesprächs dann später gewesen ist. Die Amira sieht das auch genauso wie du, wie ich, wie alle hier im Chat. Die sieht das genauso. Ja? Mhm. Wir reden mit dem Olli und der Olli ist genial in dem, was er tut. Starius King schreibt, aber Allmann dürfen alle sagen. Bruder, fang nicht mit dem Thema an. Wie viele Jahre Streams müssen wir machen, damit du es kapierst? Allmann ist nicht rassistisch, okay? Es ist nicht wie das N-Wort, okay? Ich finde sogar Kanaken, das Wort, ist nicht so negativ besetzt wie das N-Wort, okay? Nur für dich, Allmann heißt in meiner Sprache, wo ich herkomme, aus dem Iran, einfach Deutsch. Allmann, Deutsche. Allmann, Deutschland. Es ist Übersetzung, es ist nicht so Street Language. Hm. Ja? Aber er ist. Ja, ich finde das auch immer wieder Mock, Grenzen. Mock, du hast recht. Wenn ein Deutscher so Kanake sagt, ist hart, sagt er, du hast recht. Ich juckt mich aber auch irgendwie nicht so hart. Also mich persönlich so, weißt du. Es kommt aber natürlich immer auf den Kontext an, ne? Wenn das ein Homeboy von mir ist, der immer viel mit uns hängt. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir darüber nachdenke, ich kenne gar keine so deutschen Freunde von mir, die das so benutzen. Die haben andere Wörter. Weiß ich gar nicht. Ist mir noch nicht so aufgefallen, keine Ahnung. Er überschreitet immer wieder Grenzen, aber manche Sachen sind halt alte Dinge. Oh. Das hört sich nicht, ne? Nein, hau rein. Das ist ganz bekannt dafür. Ja. Ich bin ein Marlboro-Man. Yeah, man. Ja, aber der Olli ist auch, der überschreitet Grenzen und das ist nicht gut. Ja, aber wenn man sich sein Programm anguckt, das ist genial, das ist echt gut geschrieben und da ist auch nichts drin. Grenzen überschreiten ist generell nichts Verkehrtes. Da, ja. Für einen Künstler, für einen wahren Artist ist es ein Muss. Eine Grenze zu überschreiten, genau. Muss. Aber, man muss gucken, in welchem Land man dann ankommt. In welchem Land man das macht, mit welcher Zielgruppe man das macht. Und es gibt einfach ein paar Sachen, die sind tabu. Und das ist halt die Diskussion. Ich finde auch, muss ich sagen, sorry, vielleicht findet das ein anderer gut, aber Pochers Programm habe ich mir mal auf YouTube oder wo war das? Halbe Stunde mal gegeben, ist der größte Müll. Es ist, also ich muss bei Mario Barth schon auch mal lachen. Es ist so, kann man zugeben. Ist jetzt zwar 100 Jahre her, dass ich das mal geguckt habe, aber hey, der hat Louis de Finesse-mäßig was drauf, diese Moves, die der macht und so. Ey, der bringt die Punchlines auch. Also der Timing, muss man sagen, Mario Barth Timing hat er. Auch wenn man mit dem Inhalt auch kritisch umgehen kann. Aber ey, der Pocher hat gar nichts. Der hat gar nichts. Der hat nichts Wichtiges. Der hat keinen guten Inhalt. Der hat kein Timing. Der ist einfach Schrott. Weswegen ich heute auch hier bin. Ich komme gerade vom Olli. Ich bin tatsächlich vor einer Stunde noch da gewesen. Habe mit ihm lang geredet. Habe mit Amira lang geredet. Habe da hier drüber geredet, was ich sagen würde. Ich habe gesagt, das Schlimme bei dir, Olli, ist, wir kennen dich nicht privat.
Mein größtes Problem ist, dass die Leute sagen, ey, warum hängst du mit dem ab, weil die den Olli nicht kennen. Ich erzähle eine kurze Geschichte, die ich ja schon erzählt habe, die ist einfach wichtig, um zu erstehen. Olli ruft mich an und sagt, Mola, lass uns einen Film gucken. Der kauft immer Filme bei Apple TV. Ne? Mhm, ich auch. Ja, und er hat so ein riesen Kino zu Hause. Und das habe ich nicht. er geht nicht ins Kino, er hat sich einen Keller gebaut und so, das ist so sein Lieblingsraum. Mhm. Okay, wir gehen in dieses Kino, er macht an 12 Years a Slave. Oh. Denke ich so, okay. Er hat den Film ausgewählt, nicht für mich. Er hat den Film schon vorher, ich habe es gesehen, schon Wochen vorher runtergeladen, wollte mit mir gucken. Wir haben den Film geguckt. Der Mann war fertig mit den Nerven. Der hat fast geweint. Das hat ihn so hart im Herzen getroffen. Die ganze Geschichte, dass ich mich gewundert habe, gesagt, guck mal, ich bin ja schwarz. Mhm. Aber du bist ja richtig fertig mit den Nerven. Ja? Das ist Oliver Pocher. Oliver Pocher ist ein Film. Ey, Leute. Wo ist ein Award hier? Gib mal ein Award bitte. Der Award für ich bin der absolut beste Freund mit Schwert und mit Zange, mit Greifarm und Schwert stehe ich für meinen Freund und beschütze ihn. Geht an. Schmola Schmabedisi. Der ist Tam ein guter Freund. Weiter geht's. Fünffacher Familienvater, der jeden Tag anderthalb Stunden mit seinen Söhnen spazieren geht. Jeden Tag. Kannst ihn anrufen, es gibt einen, das ist egal. Und Oliver Pocher ist ein Typ, wir fahren nach Graz, haben einen Auftritt, dann sage ich, ja, Olli, Hotel, sagt er, was, Hotel? Ich muss mit meinem Kind wieder spazieren gehen, ich habe keine Zeit dafür, Mola, ich fahre alleine, wenn du willst, schlaf, ich fahre zurück. Sag ich, ey, wir sind gerade 9 Stunden gefahren, sagt er, ich fahre 9 Stunden wieder zurück. Das ist Oliver Pocher, der jede Nacht bei seinem Kind so im Arm mit dem schläft. Aber das ist ja auch gut und auch süß. Er kriegt auch einen Friedensnobelpreis von mir. Aber was hat das mit den rassistischen Jokes zu tun, die er macht? Ich glaube nicht, dass das eine das andere ausschließen kann, oder? Gleich sagt er noch, der spendet Geld oder so. Bei allem Respekt, Bro. Ja. Guck mal, das hat ihm aber auch keiner abgesprochen. Ja. Ob er ein guter Familienvater ist oder ein bezaubernder Ehemann. Wusstest oder, du das? Nee. Ja, aber juckt ja auch nicht. Also wusstest du das? Nein, aber wusstest du das? So, keine Ahnung. Weißt du, ja, ist nett, ist schön, aber juckt jetzt auch, Alter. Ehrlich. Das tut nichts zur Sache, Mann. Das ist aber wichtig. Nee. Ich glaube, das ist einfach wichtig, um die Person zu verstehen. Kommen wir zu einer anderen Sache. Dieses Drecksvideo mit Bibi und Tina. Das ist ja wirklich... Bibi und Tina. Das ist dieses Video, was viele dem Olli jetzt gespielt haben, wo er mit diesem... Schwierig. Ganz schwieriges Thema. Das Kind ist die Tochter von dem Autor. Das ist ein Sketch, der bei Rente Pocher geschrieben wurde. Wackelt das, hast du gesagt? Das sind Bibi und Tina, Amadeus und Sabrina, sie jagen den Wind. Kennt ihr wahrscheinlich, oder? Das haben wir geguckt. Das sind Bibi und Tina, die haben eine Riesenvagina. Das sind Bibi und Tina, die haben die Finger in so... Auch diese Lacher, die eingespielt sind. Ich weiß nicht, ob vor Live-Publikum das so Lacher gegeben hätte. Aber okay. Das war die Verarschung damals durchs Fernsehen so. Und das meine ich, hätte er das über YouTube und Twitch und so selbst geschafft? Wahrscheinlich nicht. Wie alt ist er da? Wahrscheinlich genauso alt wie Fat Comedy heute. Das hier ist dasselbe Level, vom Niveau her, wie der Klatsch. Das meinte ich. Es ist das Ohrfeigen-Level. Es ist genau gleich. Es ist genau gleich. Sabrina und das sind Bibi und Tina und die treiben es mit Sabrina und sie haben kein Kind, weil er impotent ist. Es wird noch schlimmer, aber das ist jetzt ein Cut hier drin. Egal. Die Leute werden seekrank. Okay. Ja, das ist ein Witz, der von einem Autor geschrieben wurde, der mit seiner Tochter zum Set gekommen ist. Olli war damals 20 Jahre alt. Da sagt, hier ist der Text. Das heißt, nichts von dem, was er gesagt hat, ist aus seinem Mund, aus seinem Kopf gekommen. Das heißt, der Autor hat es geschrieben und das ist seine Tochter. Dann muss ich hier, Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, dann muss ich hier... Aber ist das nicht genau das, Entschuldige, dass mein Video auf Manuels Gesicht ist. Ist das nicht genau das, was ich vorhin gesagt habe? Das habe ich doch genau gesagt vorhin. Ich habe doch gesagt, bei diesem Fat Comedy... ist er auf jeden Fall schuldig,
maximal noch der Kameramann sozusagen. Aber bei Oliver Pocher, Shows, Rente Pocher, das meinte ich vorhin. 10 Leute muss man dran kriegen. Mäßig. Offiziell sagen, der ist das ein Freund von dir, der Autor? Nein, sag's schon. Der Autor, der das geschrieben hat, ihr wisst, von welchem Video wir reden. Ne? Ich spur mal vor, bevor er jetzt Beschimpfungen macht, die hier zu einem Bann führen. Oh. Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Wer schreibt sowas auf seine eigene Tochter? Er hat das auf seine eigene Tochter geschrieben und der Olli war damals 20 und ich nehme den nicht in Schutz, aber da muss man sagen, okay, das war, da kann er nichts für. Aber ne, warte mal ganz kurz. Schreibt mir das jemand? Also ich komme jetzt irgendwo hin und sag mir... Vor 15 Jahren aber dann. Vor 15 Jahren, auch wenn ich 18 bin. Mhm. Schwierig jetzt auf ja, Team-Level ist das jetzt hier. Auch wenn ich 18 bin. Ich sag dir ganz ehrlich, einer sagt mir, sing sowas auf eine... Wie alt war die? 4? 5? Irgendwie sowas? Ja. Sing sowas jetzt auf die, dann sagst du, hast du einen Lattenschuss oder was ist mit dir los? Ja. Meinst du, also es ist, er hätte, der Olli hat, und ich sage auch nicht, guck mal, der ist jetzt heute fünffacher Vater, er würde es auch heute nicht mehr machen. Ja, ist logisch. Der hatte damals die Empathie nicht. Das ist sowieso so ein bisschen, der Olli ist so ein bisschen von seiner Mentalität her. Ja, aber schau mal, ne? Der Mola, ich finde, das ist ein gutes Argument. Das ist somit auch das einzige Argument. Guck mal, das ist das einzige Argument, auch meiner Meinung nach, dass den Olli auf diese Sache rausholen kann. Dass das geschauspielert war, nicht sein Gag war, dass die Tochter vom Auto war, der den Gag geschrieben hat, er war 20. Ich finde das okay. Das holt ihn fast raus aus der Nummer. Wenn er nicht weitere 20 Jahre dieselben Gags gemacht hätte. Das ist die Kontinuität. Ich verstehe den Mola hier. 100 Pro. Würde er die letzten Jahre aber was anderes gemacht haben dann? Inhaltliches anders, vom Level anders, vom Niveau anders. Dann könnte man ja sagen, Digga, diese eine Sache tu mal zur Seite. Guck mal, was er macht, so die ganze Zeit. Das Ding ist aber, warum Leute dieses Video rausholen, ist ja, weil er die letzten 10 Jahre, 15 Jahre nichts anderes gemacht hat. Er hat doch noch vor zwei, vor zwei Monaten hat er doch diesen Sternzeichen Türke, Aszendent Schlauchboot. Bruder, das ist dasselbe Level. Das ist das, weißt du? Sonst hätte ich gesagt, wirklich jetzt, ich meine es ernst, sonst ist das gutes Argument und also gute Erklärung und der Mola hat ihn fast rausgeholt. Wäre er aber nicht die ganze Zeit so. Er ist ja nur so. Du findest ja nicht nur ein Video. Und ja, okay, meinetwegen, zu Rente Pocher Zeiten hätte er irgendwann sagen können, Leute, ich muss mich echt mal davon distanzieren, ich war jung. Das war auch die einzige Chance, im Fernsehen zu bleiben. Ich habe auf Handy-Basis, auf einen Firma-Beauftragt-Basis habe ich das gemacht, weil ich dachte so, hey, sonst schmeißen sie mich raus und so. Da gibt es Erklärungen für. Aber dann hast du doch nur noch so weitergemacht. Jahrelang hast du so weitergemacht. Also, auf Yatim-Basis gesehen, piss mich nicht an und sag, es ist Regen. Weißt du, was ich meine? Aber ich sage auch auf der anderen Seite, Freundschaft ist keine Einbahnstraße. Das geht absolut. Es geht in beide Richtungen. Absolut. So. Und dieses, Entschuldigung, ich will dich nicht immer unterbrechen, aber ich finde nur immer den Punkt, wo ich ansetzen kann. Mhm. Oder guck mal, dieses Kopf runter und durch, ne? So funktioniert ja die Welt nicht. Nein. Weil sonst wird die Welt regiert werden von... Boah, danke Yin-Yang, danke dafür. Du hast was richtig Geiles geschrieben. Guck mal, was ich gerade gesagt habe, kann man abschließend sagen, es ist sein Business geworden. Dieser Witz, dieser Bernhard, Entschuldigung, wie hieß die, Bibi... Dieser Bibi-Sketch, ja, wo der Mola sagt, das geht gar nicht. Er sagt selber, das geht gar nicht. Ne? Das ist ja bei ihm Business geworden. Es ist sein Markenzeichen. Ist es nicht sein Markenzeichen? Tasteless, geschmacklose Gags ist nicht sein Markenzeichen? Sollen wir auf die Straße gehen und Umfrage machen, wofür steht Oliver Pocher? Also von daher, mein lieber Mola, komm nicht in meinen Twitch. Bei mir kommst du nicht so leicht weg wie bei Manuel. Kriegern und nicht von Politikern. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und da hast du schon gesagt, Freundschaft ist keine Einbahnstraße. So wie ich finde es sehr ehrenhaft, muss ich ganz ehrlich sagen, wie du hinkommst und du versuchst einfach den Leuten Olli Pocher ein bisschen näher zu bringen. So. Und ich sage aus deiner Sicht. Aus meiner Sicht. Aus deiner Sicht. Ich sage ganz klar, ich habe ihm auch gesagt, guck mal,
meine Familie, die Hälfte meiner Familie ist ja Moslem, die können nicht darüber lachen, was du tust. Deine Frau, die kann auch nicht darüber lachen, was du tust. So, können wir nicht die einfach Politik und Religion aus, komplett aus dem Kontext rausschneiden? Das ist sowieso die goldene Regel eigentlich. Das ist diskutier mit Leuten nicht über Politik und Religion, weil es gibt immer, guck mal, jeder von uns hat eine politische Meinung und eine religiöse Meinung. Richtig. Aber wenn ich meine politische und religiöse Meinung, Religion geht noch, weil Religion ist ja im Grunde genommen was Schönes eigentlich. Ja. Ne? Was Schönes eigentlich. So, aber Politik, lass mal, Bruder, ja, wenn du mit Politik anfängst, hier zu reden, dann echauffierst du auf jeden Fall einen. Einen wirst du auf alle Fälle verletzen, also, einen wirst du, man muss immer gucken, man geht zu weit. Ich meine, die Deutschen haben schon eine Bürde zu tragen mit den Juden. Ne? So. Da machen die auch keine Witze drüber. Das ist ja so. Es wird keine Judenwitze gemacht. Es wird auch gar nicht darauf hingewiesen, wer jetzt jüdisch ist. Okay. Und man muss auch eins dazu sagen, Olli hat ihn nicht angezeigt. Das hat die Staatsanwaltschaft von alleine gemacht. Olli ist nicht zur Polizei gegangen oder Gott weiß was. Das ist auch nicht sein Interesse. Pass auf, die Sache ist so. Er hat keine Anzeige gemacht, er sagt die Staatsanwaltschaft. Ja, ich denke, er hat keine Anzeige gemacht, weil die Staatsanwaltschaft das sowieso gemacht hätte. Ne? Es ist öffentliches Interesse. Ne? Das ist das. Hätte die Staatsanwaltschaft das nicht gemacht, hätte er es auf jeden Fall gemacht. Woran erkenne ich das? Er hat in seinem Instagram-Erklärvideo gesagt, wir werden uns sehen vor Gericht. Da ziehe ich dich aus. Mit meinen Worten sage ich das. Ich ziehe dich aus. Wir werden einen Präzedenzfall machen. Der hat den Benecke geholt als seinen Anwalt. Das ist nicht irgendein Anwalt. Dass ihr es wisst. Benecke ist nicht irgendein Anwalt. Googelt ihn, guckt, welche Fälle er und sein Vater, also das ist ein Imperium sind die. Die haben schon Promis gemacht, da wusstet ihr alle noch gar nicht, was Promis sind. Okay? Die wissen, was die machen. Die wissen auch, welche Show die fahren müssen. Die wissen, welche Knöpfe die bei den Medien drücken müssen und. Wir werden ein Präzedenzfall rausholen, hat er gesagt. Wir werden aus dir Geld rausholen, dass es dir wehtut. Und Mola, hör mir genau zu, Bro. Er hat gesagt, du wirst an eine Stelle kommen, wenn ich fertig bin mit dir, kommst du an eine Stelle, dann werden nicht nur die Augen geküsst, sondern ganz andere Stellen. Guck mal, Olli, ich sag dir was. Sag das einmal bitte in meine Richtung. Sag so einen Spruch bitte einmal auch in meine Richtung. Das wäre das Gasolina, was ich brauche, um dein Ende zu bringen. Ich bringe dein Ende. Ist so ein Drecksspruch von so einem Trottel. Da hast du wieder Bock, weißt du, da denkst du dir so auch. Mann, guck mal, alle stehen wir hier und sagen, dieses Klatschen ist nicht gut. Dann kommt der, macht ein Video und sagt, ich bringe dich in deiner Stelle. Das erinnert mich an, als Busnitsch damals gesagt hat, und weiß nicht, wer ich bin, ich werde mit deiner schwarzen Haut mein Villa tapezieren. Ja? Ungefähr selbe Vibe, selbe Feeling. Also erzähl mir keine Scheiße. Er hat die nicht angezeigt. Er hat die nicht angezeigt. Die Staatsanwaltschaft hat angezeigt. Ach komm, hör auf. Komm, hör auf.